Welch passendes Jesuswort, dieses uns zunächst fremd erscheinende Wort. Welch passendes Wort in einer Zeit, in der man den Eindruck hat, die Christen, wenn sie nicht vollkommen sich selber pervertieren, können es eigentlich niemandem recht machen. Das ist immer genau falsch. Das passt irgendwie nicht. Jetzt im Advent wird das besonders deutlich. Eigentlich ist ja auch schon Weihnachten. Denn wenn man das so anschaut, und ich meine das nicht nur in der Oberfläche, es geht bis dahin, wenn wir die kirchlichen Medien beobachten, was da verbreitet wird zum Advent. Ich habe immer den Eindruck, wir feiern hier was anderes. Irgendwie sind wir ein bisschen special. Geht es doch darum, neu zu lernen, was uns der Prophet Jesaja heute in der Lesung zuruft. Ich bin der Herr, dein Gott, er lehrt dich, was dir Nutzen bringt und der dich auf den Weg führt, den du gehen sollst. Was ist das für ein Weg? Es ist ein Weg durch unbekanntes Land, das uns weder gehört, noch dass wir unsere Heimat nennen können. Das ist der Weg, den wir vom Herrn lernen. Wir weilen in der Fremde. Das sind nicht bloß fromme Phrasen für Kirchenlieder, die wir bei der Beerdigung singen. Es ist die Wirklichkeit des christlichen Lebens. Und immer, wenn wir es uns zu gemütlich machen, wie man hier im Saarland so schön sagt, so ein Gehechnis hat, so, wenn die Kuschelecken zu viel werden, dann ist irgendetwas falsch. Und der Advent ist keine Kuschelecke. Mit ein paar Lichteln und einem schönen, frommen Gefühl und noch ein bisschen Gebäck und Geruch und alles, was dazugehört, und das ist es dann. Das ist nicht Advent. Das ist Kitsch. Advent ist den christlichen Weg, die christliche Fährte neu aufnehmen lernen. Dass wir fremd sind in dieser Welt. Dass das Eigentliche dieser Welt bevorsteht. Dass wir unterwegs sind zu Christus. Dass wir jeden Tag, so mühsam das ist, unser Bündel packen müssen, auch unser geistiges Bündel packen müssen und aufbrechen müssen. Aber immer ist es irgendwie falsch. Dann dürfen es die Leute mal etwas gemütlich haben, sie dürfen es sich schön machen und schon kommt da diese Kirche wieder und redet dieses komische Zeug. Ja, es ist wie bei Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und anderen zurufen, wir haben für euch auf der Flöte schöne Lieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Okay, machen wir es anders. Wir blasen ein paar Trauergesänge, aber an die Brust schlagen tut ihr euch auch nicht. Was denn nun? Und liebe Schwestern und Brüder, es geht überhaupt nicht darum, die böse Gesellschaft um uns herum anzuklagen. Bei den Trauergesängen um uns herum ist es an uns, dass wir uns selber an die Brust schlagen. Ich bekam dieser Tage einen Link geschickt, eine kleine Umfrage vom Norddeutschen Rundfunk auf einem großen deutschen Weihnachtsmarkt. Und niemand von den 20 Befragten konnte sagen, was wir eigentlich Weihnachten feiern. Sie konnten sagen, es ist ein wichtiges Fest, es hat irgendwas mit der Familie zu tun. Einer erwähnte sogar Jesus, aber der sei dann gestorben. Gut. Es geht nicht darum, sozusagen jetzt den Zeigefinger zu erheben, so wie schlimm ist das alles. Natürlich kann man fragen, was eigentlich in unseren Schulen passiert, was eigentlich im Religionsunterricht passiert, der staatlich finanziert und organisiert wird. Und die Kirchen sind mit im Boot, man könnte auch sagen mit im Bett. Wenn das Ergebnis ist. Aber es geht immer darum, auf uns selber zu schauen. Wo machen wir uns zum Teil, auch in einer solchen Bußzeit des Advent, schon zu Weihnachtsgenossen? Manchmal entkommen wir dem nicht. Ja, ich weiß, es gibt Sachzwänge. Es gibt so viele schwierige Dinge, denen man nicht entkommt. Soll man die Leute im Betrieb alle vor den Kopf stoßen? Wirkt das nicht denn komisch? Oder sagen, ach, das will wieder so ein Oberkatholik sein. Da weiß es natürlich mal wieder ganz 150-prozentig. Ja, aber irgendwann, liebe Schwestern und Brüder, stellt sich die Frage,
ob Jesus nicht recht hat. Johannes der Täufer ist gekommen, er isst und trinkt nicht und sie sagen, der ist ohnehin verrückt. Dämon, ist besessen. Der Menschensohn tut es anders, dann ist es ein Fresser und Säufer, ein Lebemann, Freund der Zöllner und Sünder. Was denn nun? Die Einladung, die heute von den Schrifttexten ausgeht, ist, die Zeiten, wie sie im Wechsel sind, je nachdem, was auf dem Programm dieser Zeiten steht. Advent ist nicht Weihnachten. Advent ist eine Bußzeit. Advent ist eine Zeit der Entsagung. Und mir ist es vollkommen egal, ob die Bischofskonferenz jetzt Fastenvorschriften erlässt oder nicht. Wenn wir über die Grenze gehen, sieht das schon wieder ganz anders aus. Das spricht ja auch Bände. Wenn wir nicht selber, liebe Schwestern und Brüder, in dieser Zeit etwas entdecken von dem Weg, auf den Gott uns führen will und so Zeugnis geben, zunächst einmal an die eigene Adresse, bevor wir dann immer an all die anderen denken, zunächst die Zeit selber entdecken und sich von Gott auf den Weg führen lassen, der zum Leben führt, damit wir endlich entsprechend leben, sowohl den Mahnungen des Täufers, dieses Asketen, wie den Mahnungen und dem Leben des Menschensohnes. Beides hat seine Zeit. Zu beidem sind wir gerufen. Aber wir können nicht immer alles gleichzeitig tun. Und wir können es nicht jedem recht machen.